Ein wunderschönes Hallo. Wir spielen weiterhin Elden Ring mit dem grumpy, müden Jens mit Augenringen ohne Brille, um jetzt alle Adjektive und Eigenschaften und Beschreibungen zu machen. In der letzten Folge haben wir es geschafft, den doch einen weiteren Weg in der Hauptstadt zu finden, wie man sieht. Den gehen wir jetzt auch weiter und gucken, was hier so auf uns kommt und hoffen, dass wir bald Licht der Gnade finden, damit wir unsere damit wir unsere Runen ausüben können, hier die da. Aber erstmal das Intro. Moment, ich wollte mal hier noch Hops gucken. Ah. Komme ich anscheinend nicht rein. Okay, dann nicht. Dann hier. Und hier. Da muss man doch reinkommen. Ob es was bringt, ist halt die andere Frage, aber ich will es zumindest versucht haben. So. Ja, genau. Okay, aber jetzt. Jetzt vernünftig. So. Hier hoch. Dauernd long. Will nichts sagen, aber das da hinten sieht aus wie ein Licht der Gnade. Weil es da so schön gelb ist. Wir gucken jetzt erstmal uns hier um. Unerwartet das Freude. Okay. Items. Geweihter Schleifstein. Hammer. Ach. Das sieht aus. Bei meiner Schwerte. Heldenrune 1. Das sieht aus wie die Tafelrunde. Okay. Das da unten schauen wir uns dann gleich an. Deswegen Schleifstein und Hammer. Okay. Runenbogen. Stein. Okay, da gehen wir zum Schluss mit hin. Können wir das da hinten öffnen? Öffnen. Wahrscheinlich rennen wir jetzt in den Boss, aber... Nee. Geheimen Worte. Okay. Das erinnert total an Bloodborne. Da gab es ja auch so eine Stelle, wo dann wo wir dann auch in den verblassten Traum kamen. Ich will jetzt wissen, was damit aussieht. Ein geheimes Schwert, das die zwei Finger einst den Befleckten der Tafelrundfeste gewährten. Die Klinge verursacht heiligen Schaden und ist formlos, sodass kein Schild sie aufhalten kann. Früher, als die zwei Finger noch voller Kraft und Meister der Überzeugung waren, versammelten sich viele Helden in der Tafelrundfeste. Einzigartiges Talent, unblockbare Klinge. Er füllt die Klinge mit Licht, um sie so zu verlängern und schlägt dann blitzschnell sichelförmig zu. Dieser Angriff lässt sich nicht blocken. Okay. Warum ist die für uns? Ach, Glauben brauchen wir 20. Sieht's denn da aus? Ach, okay, 12. Nee, das würde ich dafür nicht ausgeben. So, wir gucken uns hier weiter um. Interessant. So. Da liegt noch jemand. Hier ist nix. Mein Licht an? Ja. Ich will mein Licht wieder anmachen.
dachte jetzt ausgehabt, aber jetzt leuchtet ja hier alles wirklich von mir. Okay. Krumpfingermedizin. So. Dann hier noch hin. Ah. Die Zwillinge sind nicht da. Aber da ist jemand. So. Fluch des Saatbeets. Ausrüstung. Wo haben wir die Flüche? Ich sehe es nicht. Dann. Nee, warte, halt. Hier. War das denn hier irgendwo? Nee. Nee. Hier könnte es halt irgendwo sein. Nee. Hier, mit der müssen wir übrigens auch noch gucken. Geheime Harlik-Bum-Medaillon. Okay. Hier, Fluch des Saatbeets. Ein Fluch, der auf Dungfresser geschädigten Körper gewachsen ist. Ah, okay. Ich glaube, es ist für eins der Monster, die wir... Oder eins der Covenants. Vorsicht vor Händler. Okay, also wir haben noch die Position runterzuspringen. Genau. Da, aber wir gehen erstmal hier. Da hinten kamen wir her. Und jetzt hier runter. Oh, wir fallen runter, wenn es sein muss. Vorsicht vor Abspringen, Rand voraus. Vorsicht vor Hineinstürzen, wie gesagt ist. Na, okay. Dann kein Zurück. Okay. So. Ist hier noch irgendwo was? Nee, wir sammeln erstmal hier die Items ein. Seuchenbolzen. Gebet der zwei Finger. Gebetbuch der zwei Finger. Das ist interessant. Da Gebetbuch der zwei Finger. Ah, so, okay. Gut. Das ist für die Schildkröte. Okay, eins. Noch jemand? Glaub nicht. Okay. Hier war jetzt, glaube ich, sonst nichts mehr. Nee. Vielleicht ist die Führung der Meinung, dass der Mantel blau war, aber das kann auch daran liegen, dass ich jetzt Gegner gemeuchelt habe. So, genau, hier war dieser untere Weg, da war die Treppe. Hier ist dann dieser A-Weg, dieser Durchgang. Genau. Da liegt noch ein Item. So. Albrecht Spitzhut, Albrecht Robe, Albrecht Armschutz, Albrecht Hose. Die Robe und die Hose. Okay. Hier ist nix. Dann hier entlang. Da bleibt mal mein Auge. Ich weiß, man soll sich zurzeit nicht ins Auge fassen, aber es hat gerade gejuckt. Objekt. Wuhu. Schmiedstein. Flugunfähiger Vogel. Jetzt wäre der Punkt zu sagen, wir gucken mal, was wir hier noch an Seelen. Wir können mal eine von denen probieren. 15.000. Wie viel brauchen wir?
Noch 8. Das kriegt man noch zusammen. Der nicht funktioniert hat. Ist das Instagram-Ding. Wartet mal kurz, das will ich mal kurz deaktivieren, damit das jetzt nicht nochmal rumspackt. Time Actions. Und zwar das hier. Mache ich auf Enable. Okay, so. Jetzt dürfte das erstmal nichts mehr tun. Save Settings. Genau. So, nee, wir waren ja dabei. Runen. Ja, jetzt können wir leveln. So, aber jetzt ist ja die Frage, wollen wir jetzt weiter leveln? Wir könnten Weisheit noch vollpacken und danach wieder... Genau, ich würde Weisheit... Kondition halt auch echt wichtig wäre. Ja, wir machen jetzt erstmal Kondition. So. Dann geht's jetzt hier unten weiter. Was sagt diese Nachricht eigentlich? Ach, Unrecht. Sag mal, da vorne ja einen Soldaten, den nieten wir jetzt um. Holen wir uns. Da ist kein Durchgang. Kann ich her. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Es könnte aber tricky werden von hier aus. Werde ich schon beschossen? Nein. Okay, cool. Machen wir mal kurz die Hunde, damit die uns jetzt nicht nerven. So. Dann gehen wir jetzt nämlich diesen Weg hier. Die Frage ist, kann man den Weg gehen? Irgendwie bestimmt. Oh, da ist noch ein Hund. Den machen wir noch. So, der kann mir nämlich auch nicht entkommen. So. Ne, da geht's nicht weiter. Hier irgendwie hochkommen. Ja, da sind wir oben. Da kommen wir jetzt aber so nicht hoch. So. Ich kann mich da einfach droppen lassen, natürlich. Es stellt sich ja die Frage, ob dieser Muskelprotz dann noch entlang läuft oder ob die tot sind jetzt offiziell. Ah doch, da läuft er. Okay, die Muskelprötze leben noch. So. Dahin rennen. Holen. Da ist sogar noch ein Weg gewesen, habe ich gerade gesehen. Für den Schmiedstein.
So, den haben wir auch. Ist der jetzt irgendwo runtergesprungen oder so? Da rambolt der noch da oben rum. Ach, da macht er noch laut. Soll er sich mal da oben aufregen? Hops. Hops. Okay, so, dann gehen wir mal da unten weiter. Natürlich wäre die Frage, ob der mich angreifen möchte, wenn ich hier rumrenne. Aber das werden wir ja dann sehen. So. Sups, sups. So. Nee, halt, halt. Okay. Okay, da geht's nicht weiter. Okay. So, kein Durchgang. Also, wie gehen wir jetzt weiter? Ich muss mal kurz das Ohr jucken. Also, wir können da oben in die Richtung rennen und einmal probieren, auf diesen Turm da zu springen. Ob das hinhaut, weiß ich nicht, aber das müssen wir dann sehen. Ich bezweifle es ganz doll. So. Dann müssen wir dann nochmal gegen diesen Klotz kämpfen. So. Also ja, ich weiß, dass das eigentlich dumm ist. Aber probieren. Autsch, nicht runterfallen. Ah, hat er mich erwischt. Das war eine scheiß Position, um gegen ihn zu kämpfen. Sagen wir mal so. Mein Trinken ist leer. Ich muss mal kurz was nachfüllen. So. Das. Dann fällt mir gerade ein noch hier. Und wie sieht's mit der Folge aus? Haben noch. Okay. Paps. Das und das. So. Und natürlich mich leise machen. So, wir sind jetzt hier. Genau, wir können uns das Bild mal kurz angucken. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt noch nicht geguckt hatte. Was war das hier, ne? Ja, genau. Flugunfähiger Vogel. Okay, das ist wirklich an der Mauer, direkt im Werk eines Riesenkünstlers. Okay, das heißt immer noch. Okay. Also es wäre irgendwo wahrscheinlich hier irgendwie wäre die Vermutung. Das müssen wir uns dann in Ruhe angucken. Genau. Hier entlang. Dann da raus.
Ach, das ist okay. Das ist der eine Gegner, den ich beschwören soll. Jetzt holen wir erstmal die Runen. Schauen wir uns danach an. So, Druck mit dem. Und der eigentliche Hauptweg wäre dann da hoch. Okay. Da läuft dieser riesige Klotz. Und Drop. Genau, können wir mal kurz gucken, wie viele... 3. Okay, wir brauchen, glaube ich, 5, um die nächste einzustellen. Okay. Und hiervon fehlt uns immer noch die 7. Okay. Mhm. Total interessantes Level. Da oben. Ich habe zwar keine Lust, gegen ihn zu kämpfen, aber... Brauche ich ja gar nicht. Wenn ich jetzt renne, ist es egal. Uhuhuhu. Ja. Ich juck's an der Seite. Also, da ist der andere. Das Spiel sagt ja hier springen. Ist das denn die Stelle? Ja, sterben wir doch. Schaffen wir sowas von nicht. Ich meine, wir können es probieren. Dann sind halt 6000 Seelen weg, ne? Weil die hole ich ja nicht nochmal. Kein Springen voraus. Wenn, wohin bringt mich das dann? Das Problem ist, diese Stelle ergibt halt keinen Sinn. Die führt mich nirgendwo hin. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, dann würde ich sagen... Geschoss. Ja, wir probieren es gegen den Geist. Tut mir leid, ich mache gerne dumme Sachen, aber nicht, wenn ich weiß, dass es nichts bringt. So. Der wird wahrscheinlich noch zu stark sein, aber wir gucken ihn uns mal an. Oh, sind sogar 2. Zauberer Wilhelm und Wolf. Komm her. Jetzt stirb. So perfekt. Jetzt komme ich dir noch zu. Wuhu. Helm des blutigen Wolfs. Rüstung des blutigen Wolfs. Okay, cool.
Da muss ich auch sagen, die sieht gut aus. Die gucken wir uns mal an, ob die was bringt. Warte. Rüstung. Rüstung des blutigen Wolfs. Da. Nicht so viel. 16. Die ist wesentlich leichter. Bringt uns leider aber nicht so viel. Wie sieht es denn mit dem Helm wenigstens aus? Ja, der wäre besser. So. Stulpen des blutigen Wolfs? Nee, und... Oh, das wäre besser, okay. Ja. So, dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Ne, da an dem Eingang ist ja nichts mehr. Okay. Da ist nur der Hund. So. Ich würde sagen, bevor wir da entlang gehen, gehen wir jetzt nach da oben. Und kümmern uns jetzt um... Ja, du auch. Dich. Sprach dich auch. Komm. So. So, so, so. Und hier hoch. Guck, der ist jetzt nicht rot. Der ist jetzt eher blau. Dir. Krieg ich den zuerst? Guck mal. Okay. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. So, jetzt ist die Frage, gehen wir runter oder hoch? Item, das holen wir noch. Oder kommen wir da ran? Ne, kommen wir nicht. Nur von der anderen Seite. Oh. Nicht runterfallen. Danke. Ne, da kommen wir hier so nicht hoch. Also. Da entlang. Wenn wir jetzt hier entlang gehen. Ah, okay, da ist einer. Ja, können wir auch andersrum gehen. Hops. Hops, sagt ich. So, da entlang. Dann gehen wir hier runter und schauen uns hier unten um. So, und Gas geben und Stich. Und tot.
wieder. So. Ihr drei auch noch. Beide erwischt. tut mir leid, wenn ich wieder in Gedanken vor mich hin dann gucke und überlege, was man macht. Ich versuche es mir abzugewöhnen, um ein bisschen mehr in den Stream zu quatschen. Ah, okay. Nee, das ist ja woanders. Okay, gut. Dann nehmen wir jetzt das Item hier noch auf. Wird wahrscheinlich irgendwas Bescheuertes sein. Ja, Schmiedstein. Geht. Kann man was mit anfangen. Aus 18.000 Seelen. Drohnen. Entschuldigung. So. Dann wieder nach oben. Hier unten gelootet. Und gesammelt. So. Auch wenn dieser Baum echt breit ist, man hat trotzdem Angst, hier irgendwo runter zu rutschen, ne? Entlang. Gut. So, dann holen wir uns jetzt Stück für Stück die Jungs da, wenn die mitmachen. Ich hoffe es. Machen sie nicht. Lass mal los. Danke. Ich möchte mich gerne heilen. Danke. So. Du bist auch tot. Puh. Heilen wir sicherheitshalber. Hier. So, dann weiter nach oben. Ah, da unten käme man aufs Dach. Ist hier oben etwas Interessantes. Eventuell ein Licht. Ich sehe es nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal. Ich glaube, hier geht es. Oh. Noch weiter. Da trügt das. Das trügt, glaube ich, ne? Jo. Okay. Dann gehen wir erstmal unten aufs Dach. Hab mich nicht überraschen lassen. Heiligenfeld. Okay. So. Wichtig. Wie viel haben wir alles? Okay. Ich vermute, dass ich meinen Buddy hier beschwören kann gleich. Der wird mir beim Boss helfen, wenn jetzt hier kein Licht ist. Autsch. Seh nix. Heilen. Drehen.
heilen. Wieder ablenken. Heilen. Wieder weg. Heilen. Eigentlich hatte ich das Schild hochgezogen. So, jetzt wird's spaßig. So. Und tot ist er. Tausend. Talismanbeutel. Juhu. Bedeutet, wir dürfen leveln. Leveln. Stufenaufstieg. Und wir haben es sogar gleich mit der Folge. Ah, wisst ihr was? Das Leveln machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir haben den Boss gelegt. Bis dann. Auf Wiedersehen. Und tschüss.